herzliches Willkommen zur Monatslegung Juli. Ich schaue mir erstmal an, was wir so astrologisch insgesamt haben, so ein Gesamtbild darüber. Und im Nachhinein gehen wir dann natürlich konkret auf das jeweilige Sternzeichen ein. Aber jetzt erstmal ein Überblick, was uns astrologisch im Juli erwartet. Wir haben weiterhin die Sonne, die Venus und den Merkur im Krebs zu Beginn Juli. Wir haben den Saturn rückläufig in den Fischen. Wir haben schon länger natürlich auch den Pluto im Wassermann rückläufig, Macht- und Ohnmacht-Themen. Rückläufigkeiten beziehen sich immer auch auf Rückbezüge, also dass man drüber nachdenkt, dass man Dinge nochmal aufgreift oder sie können auch zum Teil wieder auf uns zukommen. Mit Saturn rückläufig ist das so, dass es um den Gefühlsbereich geht und jetzt haben wir gerade auch die starke Krebsenergie. Da sollte man sich ruhig auch Zeit nehmen und sich darum kümmern, was man so erlebt hat und wie man damit in Zukunft umgehen möchte. Das geht auch nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist so ein Prozess, mit dem man sich von Zeit zu Zeit ruhig mal beschäftigen sollte. Hilfreich war ja auch ab Ende Juni der Mars im Stier, der eben in Verbindung mit Venus in Krebs so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass wir eben gut kommunizieren können. Merkur war auch dabei, der auch im Krebs verweilt. Und dass man da so ein bisschen ja Klärung herbeiführt und sich vielleicht neu orientiert, das kann sehr erfolgreich sein. Wie gesagt, das ist keine Sache von einem Tag, sondern das ist ein Prozess. Wir haben bis zum 1. dann eben auch noch Mars und Venus in dieser Konjunktion und ab 2. haben wir dann Merkur und Neptun in Verbindung. Ja, da hat man natürlich auch eine Menge Fantasie. Fantasie bedeutet ja auch, dass man eben aufpassen muss, dass man nicht zu sehr in die Fantasie geht, sondern das auch realistisch umsetzen kann. Ja, man ist dann natürlich sehr intuitiv. Bauchgefühl ist immer gut. Es führt einen selber dorthin, wo man am liebsten hin möchte und man sollte auch in sich hineinhorchen. Am 2. wird auch der Neptun rückläufig. Die Rückläufigkeit von Neptun ist auch der Rückbezug auf die Dinge, die man sich wünscht, Dinge, die man sich erträumt, aber die muss natürlich auch, die müssen auch der Realität standhalten. Der Merkur wechselt an diesem 2. auch in den Löwen, was natürlich auch eine stolze Energie in der Kommunikation bedeutet. Man möchte, dass die anderen einem zuhören. Man möchte, dass man eben auch Dinge umsetzen kann, aber man kann und darf es natürlich auch nicht erzwingen. Mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann ist ja auch noch etwas rückläufig, wo man eben auch Themen hat, Macht und Ohnmacht, die zurückkommen können oder die einen noch beschäftigen. Auch darum kann man sich kümmern. Der Saturn ist rückläufig im Gefühlsbereich, wo man auch da vielleicht ein paar Feinjustierungen vornehmen kann. Das ist so allgemein jetzt erstmal so das Thema bezüglich der Rückläufigkeiten. Wir haben dann am 3. direkt auch, dass dieser Merkur im Löwen Pluto gegenübersteht. Ja, da kann man ein bisschen eigenwillig, ein bisschen eigensinnig handeln und auch, ich sag mal, so ein bisschen egozentrisch rüberkommen. Das bedeutet, dass man so ein bisschen, nur auf sich achtet. Das wäre natürlich nicht so gut, ja. Venus und Saturn wollen aber auch dann, Venus in Krebs, Saturn in Fische rückläufig dann, dass man verlässlich ist, dass man eben nicht auf Sand baut. Ne? Dann haben wir zwischen 4. und 7. mit Mars und Saturn eine gute Zeit, um Dinge umzusetzen, daran zu arbeiten, sich einzubringen in die Dinge, mitzuwirken. Am 6. haben wir Neumond in Krebs, ja. Da geht es auch darum, auf sich selbst zu achten, ein bisschen mehr auf sich selber zu gucken, ja, egal welches Sternzeichen man nun hat. Und wie man da eben für sorgen kann, dass man weder körperlich noch seelisch überfordert wird und dass man eben auch nicht immer nur zurücksteckt. Wir haben am 8. Venus-Uranus, ein Sextil, Veränderungen herbeiführen. Also man möchte auch Dinge umsetzen, man möchte auch,
irgendwo ankommen, das heißt eine bestimmte Situation oder bestimmte Zusammenkünfte, ob das jetzt beruflich oder privat ist, man möchte dorthin und man bemüht sich darum. Das klappt natürlich nicht, wenn man zu egozentrisch ist, ne? Wir haben an diesem 8. auch noch ein Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Da ist eben auch Gespräch möglich, da ist auch aufeinander zugehen möglich, auch neue Kontakte selbstverständlich. Jupiter ist weiterhin in den Zwillingen und unterstützt das auch, ja. Wir haben dann am 11. mit Sonne und Saturn ein Trigon, ja, und das ist eben auch der Wunsch nach etwas Verlässlichem, etwas langfristig Bindendem, ja, dass man aufeinander bauen kann, zählen kann. Wir haben auch ein Trigon zwischen Venus und Neptun am 11. Das ist sehr schön, da spielt natürlich Wunschdenken, Fantasie mit rein, aber es ist wichtig auch, dass man da auch ein Stück weit nicht den Boden unter den Füßen verliert. Später an diesem 11. wechselt dann auch die Venus in den Löwen. Da haben wir dann Leidenschaft, da haben wir dann ja starke, feurige, temperamentvolle Energien. Und da sollte man sehr gut aufpassen, denn wir haben am 12. auch eine Verbindung zwischen Pluto und dieser Venus im Löwen. Man kann sich wirklich sozusagen ein bisschen zu heftig in etwas hineinsteigern. Da sollte man aufpassen. Mars und Uranus sorgen vom 14. bis zum 17. dafür, dass eben ja Entscheidungen getroffen werden. Mars ist ja im Stier und Uranus ist im Stier. Also man macht das nicht unüberlegt, aber man muss möglicherweise sehr kurzfristig reagieren. Ja. Da ist eben auch noch der Gedanke, dass man selbst eben auch vorankommen möchte und sich selbst verwirklichen möchte am 18. Da haben wir zwischen Sonne und Uranus ein Sextil. Man hat Ideen, man hat tolle, vorausschauende Ideen, ja. Das ist auch sehr schön, aber die müssen natürlich auch weiterhin Hand und Fuß haben. Wir haben dann vom 19. bis 22. ein Mars-Neptun-Sextil. An diesem Tag, an diesem 20. Juli, da haben wir dann auch den Mars in den Zwillingen. Ja, dieser Mars in den Zwillingen wird natürlich von Jupiter unterstützt, der sich bereits in Zwillinge befindet. Aber wir haben hier eben auch Neptun mit drin und da muss man sehr gut aufpassen, ja. Da hat man sehr viel kreative Fantasie. Allerdings muss das Ganze auch immer auf Machbarkeit geprüft werden. Der Mars war bisher in Stier und jetzt in Zwillinge. Da besteht die Gefahr, dass man sich zu viel zumutet oder zu viele Dinge gleichzeitig umsetzen möchte, ja, expansiv mit Jupiter und mit Mars natürlich arbeitswütig, ne? Und da kann man einiges mobilisieren, aber achtet bitte darauf, dass das in die richtige Richtung geht, also dass man sich nicht für die falsche Sache irgendwie verausgabt, ne? Wir haben am 21. Juli dann Vollmond in Steinbock, ja. Da ist eben auch wieder langfristige Planung, Verlässlichkeit mit drin, aber auch Pragmatismus, ja. Und ich gucke gerade mal, wir haben auch ein Sextil zwischen Venus und Jupiter. Also auch in Beziehungen geht es darum, dass man aufeinander bauen kann, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass man dann trotzdem natürlich auch die Gefühle damit einbezieht, ja. Also, dass man jetzt nicht nur aus Sicherheitsgründen Verbindungen eingeht, sondern da eben auch voll und ganz dabei ist. Also volle Überzeugung. Das ist sehr schön. Am 22. da ist richtig was los, ja. Merkur und Uranus bringen eine gewisse, ja, Nervosität rein, ja. Man spricht vielleicht über vieles, man ist kritisch, man tauscht sich aus und man kann sich, wenn man nicht aufpasst, ein Stück weit
verzetteln. Ja? Sonne und Neptun wiederum bringen auch positive Verbindungen, da wir ab jetzt die Sonne am 22. im Löwen haben. Löwenergie, wie gesagt, temperamentvoll, leidenschaftlich, ein bisschen weg auch von der schönen Krebsenergie des Fürsorglichen, des Miteinanders. Hier möchte man erstrahlen natürlich, klar. Aber man darf oder sollte immer auch einen Blick haben, was um einen herum geschieht. Ja, da hilft dann diese Neptun-Energie, dass man nicht ganz weg ist, auch von dem Miteinander. Die Sonne, wie gesagt, im Löwen und haben zwischen 22. und 29. eine Verbindung von Mars, der sich in den Zwillingen befindet, und der Sonne in Löwe, ja, das stärkt diesen Gedanken, wir setzen etwas um, aber wir müssen es auch sozusagen transparent machen. Wir müssen uns austauschen, wir müssen uns mitteilen gegenseitig, was wir wollen, damit wir auch am gleichen Strang ziehen. Also das ist ganz wichtig. Man hat großes Bedürfnis danach, eben sich einzubringen. Das ist auch gut so. Ja, wir haben vorher die starke Verbindung auch gehabt mit der Steinbock-Energie, mit Neptun, mit Löwe-Energie. Ja. Und Zwillinge-Energie ist ja auch noch da, Mars und Jupiter. Ne. Kommunikation ist immer das A und O, miteinander reden. Dann haben wir am 23. eine Konjunktion zwischen Sonne und Pluto. Und da kann es dazu kommen, dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen zu viel Druck ausübt, zu sehr versucht, Dinge anzuschieben oder zu bestimmen auch. Ja, da sollte man aufpassen. Also der 23. könnte natürlich dann auch zu Streit führen, wenn man nicht aufpasst. Dann haben wir ab 26. Juli den Wechsel des Merkur, der ja Anfang des Monats in den Löwen gewechselt ist. Jetzt wechselt er in die Jungfrau. Jungfrau-Energie ist sehr pragmatisch. Gute Planung, also man ist gut vorbereitet, man überlässt nichts dem Zufall, man ist natürlich ehrgeizig und man ist kritikfreudig. Das kann natürlich zu dem, was wir am 23. gehört haben, dass da so ein bisschen diese Durchsetzungskraft übertrieben werden kann, kann dazu führen, dass man eben an allem und jedem was zu nörgeln hat. Ja? Also vorsichtig damit, man sollte sehr behutsam vorgehen. Also ich würde sagen, der Juli bringt uns auf der einen Seite sehr viel Gefühl, sehr viel Miteinander, Kommunikation, Umsetzungskraft, Durchsetzungskraft auch, aber das muss eben auch gut kanalisiert und auch geplant sein. Das darf nicht einfach so holladio durch die Gegend gescheucht werden, dann bringt es nichts. Es muss irgendwo auch so spezifisch auf das Ziel gerichtet sein. Für jeden Einzelnen in seinem Dunstkreis, ne, dass man da Absprachen trifft, dass man sich miteinander arrangiert, abstimmt und natürlich auch von der Sache und auch gefühlsmäßig überzeugt ist. Ne? So halbherzige Dinge und so, das funktioniert nicht. Aufpassen muss man, wie gesagt, mit der Zwillinge-Energie, dass man da nicht zu viele Baustellen aufmacht, sondern sich konkret auch auf das konzentriert, was anliegt und das, was alle gemeinsam eben in diesem Dunstkreis voranbringt. Also Abstimmung, Kommunikation, Gefühl, das muss alles in die richtige Richtung gebracht werden. Das ist gar nicht so leicht. Und wenn ich euch jetzt sage, was dann im August folgt, da haben wir nämlich Merkur rückläufig fast den ganzen Monat. Das heißt, wir haben halt im Juli so ein bisschen diesen Drive, da was umzusetzen. Und im August wird am 5. der Merkur rückläufig in der Jungfrau. Und da geht dann nicht mehr viel. Das heißt, wir sollten bis zu diesem Datum die wichtigsten Dinge, wenn es irgendwie geht, in trockenen Tüchern haben. Wenn die dann laufen und schon in Gang gesetzt sind, dann kann das auch nicht mehr gestoppt werden. Also dann läuft das auch weiter, wenn auch langsamer und vielleicht auch hin und wieder ein bisschen blockiert. Aber es ist schon mal im Flow. Und natürlich ist das auch ein Urlaubsmonat. Natürlich kann man sich auch erholen, über Dinge nachdenken, soll man ja auch. Aber es ist wichtig, dass man eben gewisse Dinge, ich sag mal, geklärt hat.
Ja, und dass man da auch auf einer sicheren Position sitzt im Sinne von, ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, was ich tue und was, dass wir uns miteinander vereinbart haben, ja, wie wir da vorgehen, dann kann man sich selbstverständlich auch zurücklehnen. So, das ist jetzt mal so der Rundumblick für den Juli. Ich wünsche euch natürlich einen tollen, schönen Monat Juli und wir schauen uns das selbstverständlich noch für jedes Sternzeichen im Einzelnen an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind im Monat Juli 2024 und wir wollen mal schauen, was wir so im Monat Juli für den Löwen so haben. Natürlich einige schöne Aspekte, weil die Sonne ja auch in den Löwen wechselt. Zu Beginn haben wir ja erstmal die Energie von Venus in Krebs und Mars in Stier, was eben auch zu Beginn des Monats Juli noch ansteht. Da ist auch sehr viel Ruhe drin. Und da kannst du dann eben auch, ich sag mal, die Ruhe genießen. Wir haben dann ab 2. einmal Neptun, der rückläufig wird in den Fischen. Da ist auch der Rückbezug auf die Träume, Wünsche, Dinge, die man so hat und was man damit anfängt und was man damit gemacht hat. Der Rückbezug ist immer, man blickt zurück. Dinge kommen vielleicht auch wieder ins Gespräch, genauso wie zuvor im Juni der Saturn rückläufig geworden ist. Da geht es um Gefühle, sensitive Energien. Der Pluto im Wassermann ist ja auch weiterhin rückläufig, Macht- und Ohnmacht-Themen, die immer mal wieder zurückkommen können oder Dinge, die einen nerven. Solche Sachen kann man in Ruhe bearbeiten. Jetzt ist Juli und August, so ist ja ungefähr so auch die Monatsenergie von Urlaub, Entspannung, ja. Also das kann man natürlich dann auch überlegen in aller Ruhe. Man sollte sich da auch keinen Stress machen. So, wir haben dann Merkur im Löwen ab 2. Der steht ja auch den ganzen Monat fast zur Verfügung bis so Ende des Monats. Also in der Kommunikation. Jetzt musst du natürlich selber als Löwe auch so ein bisschen darauf achten, dass du nicht übertreibst, ja, dass du zu viel willst und versuchst, irgendwas krampfhaft durchzusetzen. Das wäre keine gute Idee. Man kann aber dadurch auch, dass Jupiter in den Zwillingen ist, die Kommunikation vorantreiben, sich austauschen, aber nicht nur reden, sondern auch zuhören und das eben auch miteinander verbinden. Kompromissbereitschaft ist da wichtig. Wir haben gleich am 3. Juli einen Tag, wo ein Manipulationsversuch stattfinden kann, diesbezüglich jemand versucht, Macht auszuüben. Ja? Und da solltest du charmant, entgegenkommend, sachlich, vielleicht auch ein bisschen wehrhaft sein. Ja. Der 8. Juli ist für dich sehr gut, um Dinge in trockene Tücher zu bringen. Wir haben ab 11. dann die Venus in deinem Zeichen, was ja auch sehr schön ist. Ja. Das kann aber trotzdem am 12. Juli dazu führen, dass man ein bisschen sich in die Haare kriegt. Ja, wir haben Merkur im Löwen, wir haben vielleicht auch, naja, noch durch die Energie von Krebs und so weiter sehr viel Gefühl drin. Man ist vielleicht ein bisschen zu forsch, also könnte passieren. Vielleicht kann man das auch abwehren. Man kann am 15. aus diesem Grund, aus diesen Streitigkeiten heraus, nämlich vielleicht auch ein bisschen heftig reagieren. Und da haben wir nämlich auch mit Mars in Verbindung zu Uranus plötzliche Veränderungen. Wenn man da nicht Acht gibt, dann kann man ja ganz schnell da irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen oder irgendwie zu schnell handeln. Sei da bitte sehr bedacht, sehr vorsichtig, überlege dir vorher, welche Konsequenzen das haben könnte. Ja, das ist wichtig, damit man eben nicht im Nachhinein denkt, hätte ich mal lieber das nicht gemacht. Mars wechselt dann, der ist ja bisher im Stier, am 20. in die Zwillinge. Das kann für übergroßen Arbeitseifer sorgen, aber auch dafür, dass man sich zu viel zumutet. Auch du als Löwe neigst dazu, sehr viel zu arbeiten, weil du sehr viel erreichen möchtest. Besser wäre es auch zwischendurch immer mal wieder Pausen einzulegen, sich nicht zu verzetteln und vor allen Dingen auch keine Versprechungen zu machen. Und sich auch selber nicht zu viel von etwas zu versprechen. Immer schön nach den Fakten schauen. Ich sage ja immer, wenn die Erdenergie nicht da ist, sollte man selber dafür sorgen, dass man diese Erdenergie irgendwie herstellt, indem man nicht den Kopf verliert, sondern sich genau informiert und genau hinschaut. Ja? Wir haben aber ab 21. tolle Energien in Beziehungen, in Liebe und so weiter. Das ist sehr schön.
Und am 22. wechselt auch die Sonne in dein Zeichen. Das gibt dir natürlich richtig viel Power. Ja, du solltest ab 20. auf jeden Fall, ab 20., wenn wie gesagt der Mars in die Zwillinge wechselt, auf jeden Fall sachlich bleiben und Machtkämpfe unterbinden oder vermeiden, je nachdem, was dir begegnet. Es ist wichtig, dass du da dich nicht anpieksen lässt oder triggern lässt. Ja. Merkur wechselt auch am 26. in die Jungfrau. Da kann man gut planen, vorbereiten, man kann sich abstimmen mit anderen. Über allem, wie gesagt, Jupiter in den Zwillingen, in der Kommunikation. Besser ist es, sich mit den Vertrauten eben abgestimmt zu haben, sich auch Rat geholt zu haben. Das ist keine Schande, das ist clever, weil wenn man die Fehler erst machen muss, um daraus zu lernen, ist es einfacher, jemanden vorzufragen, der Bescheid weiß. Ja, dann kann man sich sehr viel Zeit sparen und sehr viel Enttäuschung. Und deswegen sei da bitte auch nicht zu stolz, dir Hilfe zu holen bzw. Rat zu holen. Das wäre ganz wichtig. Noch was bezüglich August. Wir haben ab 5. den Merkur rückläufig in Jungfrau. Der am 26. Juli wechselt ja der Merkur in die Jungfrau. Da ist auch Genauigkeit drin und da wird jeder Fehler an die große Glocke gehängt. Dieser Merkur wird, wie gesagt, am 5. August rückläufig und bis dahin sollten die Dinge, die dir wichtig sind oder für die du dich einsetzt, zumindest im Flow sein, also angefangen, also so ein bisschen auf den Weg gebracht sein. Das wäre wichtig, weil wenn dann Merkur rückläufig wird, da geht ja nicht mehr viel oder es gibt viele Hindernisse. Man sollte dann keine neuen Dinge auf den Weg bringen, wenn es irgendwie geht. Lieber dann nach Ende der Rückläufigkeit. Also das nur als Hinweis. Aber was auch für dich als Löwe wichtig ist, du kannst nichts erzwingen, du sollst nichts erzwingen. Du sollst dich mit deinen Leuten abstimmen, wenn möglich. Und dir ruhig auch Unterstützung holen, denn das Wir ist wichtig. Das haben wir letzten Monat schon gemerkt, ja. Da war sehr viel Gefühl dabei und Gefühl gehört eigentlich immer dazu. Es gehört genauso dazu wie Sachlichkeit, Wissen, Know-how, Kameradschaft, Partnerschaft. Das gehört alles irgendwo zusammen und deswegen sollte man auch immer schauen, wie so seine Umgebung unterwegs ist und sich dann darauf einstellen, wie man auf andere zugeht und wie man miteinander die Dinge bestmöglich umsetzen kann. Ich wünsche dir viel Erfolg im Juli, aber auch viele Ruhepausen und wir schauen uns das jetzt mal in den Karten für dich an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei der Allgemeinlegung für den Löwen Monat Juli 2024. Und du hast ja schon Astrologie gehört. Und wir wollen mal schauen, was die Karten dazu sagen, worauf sie hinweisen. Du entscheidest natürlich immer höchstpersönlich, was davon du anwendest, was dir nahe steht und wo du sagst, das ist eine Idee für mich, weil du ja natürlich auch mit den Konsequenzen deiner Entscheidungen selbst klarkommen musst. Deswegen einfach mal so schauen, was so kommt und ich hoffe, es ist hilfreich, nützlich und bringt dir Erleichterung. Wir haben zu Beginn natürlich weiterhin die schöne Energie zwischen Venus in Krebs und Mars in Stier, wo man eben auch gutes Verständnis füreinander hat, was in jedem Bereich natürlich auch hilfreich ist. So, wir haben zu Beginn des Monats natürlich auch, dass dann der Neptun rückläufig wird. Da geht es um Träume, Fantasien, Wünsche, rückbezüglich durch die Rückläufigkeit, dass man sich darüber klar wird, inwieweit man diesen auch gefolgt ist und was man davon realisieren konnte oder wo man noch Verbesserungen vornehmen kann. Im Juni ist ja schon der Saturn rückläufig geworden. Da ging es darum, im Gefühlsbereich sich selbst auch treu zu bleiben und dafür zu sorgen, dass man eben auch, naja, sich seiner Gefühle bewusst ist und auch vieles umsetzen kann. Wir haben dann am 2. ebenfalls den Wechsel des Merkur in den Löwen. Das heißt, in der Kommunikation bist du stark und kannst dich dort auch präsentieren, was ja auch dein Wunsch ist. Du möchtest gehört werden. Unterstützt wird das Ganze natürlich von Jupiter in den Zwillingen. Bitte vor Übertreibungen sei gewarnt. Also, dass man da nicht zu sehr, ich sag mal, sein Ego in den Vordergrund stellt, sondern auch auf das Miteinander achtet. Wir haben dann auch die Venus am 11., die wechselt dann auch in den Löwen, was Wunderschönes, darauf kommen wir auch später noch. Der Mars geht am 20. in die Zwillinge. Jetzt hatten wir ja die ganze Zeit die schöne Energie von Mars in Stier,
ruhig an den Dingen arbeiten, Pausen einlegen und ich möchte dich auch bitten, das selbst weiterzuführen und dich vom Chaos im Außen nicht anstecken zu lassen, dich nicht wegbringen zu lassen von dieser Vorgabe, denn es tut einem gut, manchmal auch Abstand zu den Dingen zu gewinnen und sich neu aufzustellen, auch gerade im Job. Ja, und da kann mit Mars in Zwillinge sehr viel Neues kommen, sehr viel auch Stress dazukommen und deswegen ist es wichtig, da ruhig zu bleiben. Die Sonne wechselt dann in den Löwen und gibt dir volle Power, Kraft, Energie, vorankommen und Merkur wechselt am 26. dann in die Jungfrau. Nun, mit der ganzen Energie von Löwe ist natürlich auch immer so ein bisschen dieses Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, sich zu profilieren, sich darzustellen, voranzukommen. Ehrgeizig zu sein ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir haben ein paar Rückläufigkeiten, unter anderem auch den Pluto im Wassermann, der natürlich auch Macht- und Ohnmacht-Themen wieder nach vorne bringen kann. Auch da solltest du ein bisschen achtsam mit umgehen. Der Merkur steht dir aber zur Seite, um gut zu argumentieren. Und du solltest gut planen und vorbereiten. Da, wie gesagt, Ruhe bewahren, sich nicht von der Energie von Zwillinge ablenken lassen. Direkt am 3. Juli haben wir den Versuch von Eingriff. Wir haben ein Trigon zwischen Venus und Saturn. Wir haben auch zwischen Merkur und Pluto eine Verbindung. Das kann sowohl von dir ausgehen, dass du versuchst, etwas zu forcieren, voranzutreiben, als auch, dass du tatsächlich ja vielleicht auf irgendetwas ja geschubst werden sollst. Ja, pass da bitte auf, lass dich davon nicht zu weit von deinen Plänen abbringen. Für tolle Energien und Abschlüsse haben wir den 8. Juli. Privat kann es am 12. ein bisschen schwierig werden. Und das kann dazu führen, dass man dann am 15. Juli eben auch ein bisschen vorschnell reagiert mit Mars-Verbindung Pluto. Also bitte, da sollte man sehr vorsichtig sein, denn das kann man dann wahrscheinlich auch nicht wieder rückgängig machen. Du hast tolle Liebesenergien am 21., auch da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Strategisches Vorgehen ab 20., wie ich sagte, halte dich an die Stierenergie weiterhin, wenn es irgendwie geht und versuche dich eben nicht in Machtkämpfe zu verstricken. Das ist so der Tipp. Wir haben ja am 6. Juli auch noch den Neumond in Krebs. Das bedeutet, Selbstfürsorge ist oberstes Gebot. Je besser es dir geht und je mehr du dich auch für dich selbst interessierst und dich kümmerst, desto besser sind auch nachher die Ergebnisse. Schauen wir jetzt mal, was wir für eine Energie im Monat Juli für den Löwen haben allgemein. Wir haben die Herrscherin, das heißt, du kommst gut voran. Natürlich wirst du unterstützt von den ganzen Energien, die ja auch in den Löwen wechseln. Aber es gibt halt immer noch Pluto und Saturn ist auch eigentlich sehr nützlich und hilfreich. Aber man sollte sich auch Zeit nehmen, über Dinge ein bisschen nachzudenken und sich selbst zu hinterfragen. Wir haben die 4 der Münzen. Man möchte an etwas festhalten. Das kann da natürlich auch sein, die Ruhe, die man beibehalten möchte. Das kann auch manchmal anstrengend werden. Wir haben die Sonne, positive Entwicklung, positive Gefühle, gute Stimmung. Ja, das möchte man natürlich auch beibehalten. Die Welt, man bringt etwas zu Ende und beginnt möglicherweise was Neues. Wir haben ja auch dann, wie gesagt, am 6. Neumond in Krebs. Wir haben die Obsession, da ist auch der überhöhte Ehrgeiz drin. Deswegen bitte ich dich auch auf deine Kapazitäten zu achten, dass du dir nicht zu viel vornimmst. Und wir haben den Magier, da ist möglicherweise eben auch die Manipulation mit drin, wo man sich entweder von jemandem überreden lässt oder es besteht zumindest die Möglichkeit oder man selbst versucht etwas voranzutreiben. Wir haben die Königin der Schwerter. Aufrichtigkeit, Authentizität sind wichtig, also dass man mit sich im Reinen ist und weiß, was man will, dann kann einen so schnell nichts umhauen. Und Leidenschaft natürlich, klar, mit Venus auch im eigenen Zeichen und auch wenn du erfolgreich bist, ist natürlich die Leidenschaft groß. Das sollte aber trotzdem das Feingefühl, das Miteinander nicht schwächen. Langsam machen ist wichtig, die Dinge überdenken, genauer hinschauen, weiterhin auch Dinge prüfen. Ja, das ist auch sehr wichtig, dass man da eben nichts übersieht. Der Ehrgeiz, da haben wir die Transformation, es verändert sich etwas. Ja, das kann durchaus bedeuten, dass du etwas ruhiger an die Dinge herangehst. Das heißt aber nicht, dass du weniger Erfolg hast. Es bedeutet nur, dass du vielleicht mit deinem Ehrgeiz anders umgehst. Ja,
und dass sich dadurch vielleicht ganz andere neue Gelegenheiten ergeben. Das klingt sehr vielversprechend. König der Kelche, skorpionische Energie, ein bisschen Misstrauen, ein bisschen Vorsicht, Skepsis ist angesagt, ja, und gerade mit dem Magier, dass man da ein bisschen vorsichtig vorgeht und nicht zu sehr auch versucht, andere ja so ein bisschen den Druck zu verteilen oder andere unter Druck zu setzen und sich natürlich auch selber nicht unter Druck setzen zu lassen. So, woran hältst du denn jetzt zu Beginn des Monats, denke ich mal, fest? Es ist die positive Entwicklung. Diese positiven Gefühle, Entwicklungen und diese Harmonie möchtest du beibehalten. Das kann ich gut verstehen, ja. Und das möchte man natürlich auch. Wir haben das Rad des Schicksals. Da ist eben auch die Kommunikation mit drin, das Gespräch, der Austausch. Wir haben ja auch Ende Juni gehört, dass da eben sehr schöne Energien vorhanden sind und man kann sich wunderbar austauschen. Man kann die richtigen Worte finden und man kann auch Verständnis aufbringen beziehungsweise auch finden. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn man nicht nur redet, sondern auch zuhört. Wir haben die Welt, da geht man strategisch vor, man ist sehr vorsichtig, das finde ich auch gut. Wir haben den Page der Münzen darunter. Das heißt, du wirst dich nicht selber überholen wollen. Ja, ich hoffe, du hast in der Zeit inzwischen auch verstanden, wie du damit umgehen kannst. Wir haben den Ehrgeiz, wir haben die drei der Münzen, das heißt, dass du eben auch delegierst, dass du anderen Verantwortung auch übergibst und sie machen lässt. Du stehst wahrscheinlich dann als Gesprächspartner natürlich zur Verfügung, aber es finden Veränderungen statt, entweder auch die du selbst generiert hast, es können aber auch Veränderungen sein, die im Außen passieren. Mit dem Magier haben wir die Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt befinden sich im Einklang oder kommen in Einklang durch Prüfung, durch Skepsis, durch genaues Hinschauen. Das ist gut so. Nicht übertrieben reagieren, nicht überbordend, ehrgeizig sein beziehungsweise auch fordernd sein. Ne? Mit den rückläufigen Energien auch von Neptun und Saturn ist man so ein bisschen vielleicht auch darauf bedacht, sich selbst zu optimieren. Und das ist immer ganz gut. Da haben wir auch die Königin der Kelche. Königin der Schwerter und den König der Kelche erneut. Da ist auch die Skepsis drin. Man überlegt, wo man eben auch Verbesserungen vornehmen kann. Das ist sehr gut. Ja, sich zu hinterfragen, sich selbst auch ein Stück weit zu kritisieren, bedeutet nicht, dass man sich irgendwie verteufelt oder so, sondern dass man eben aus diesen, Fehltritten oder Dingen, die nicht so gut geklappt haben, was Besseres hervorbringen kann. Mit der Leidenschaft haben wir die sechs der Schwerter. Das sind auch die Gespräche, die sind sehr wichtig. Jeder, der natürlich mitwirkt an den Projekten, die du auch machst, ob das privat oder beruflich ist, der muss ja auch wissen, was los ist, was kommt, was er oder sie tun kann. Ja, man muss sich abstimmen, ganz klar. Und dann haben wir die fünf der Stäbe, Wettbewerb. Ich denke, das ist auch die Außenenergie von Mars in Zwillinge. Lass dich nicht durcheinander bringen, auch wenn es manchmal schwierig ist und wenn manche auch irgendwie darauf pochen, jetzt oder nie. In der Ruhe liegt die Kraft und das solltest du unbedingt auch beibehalten. Wir haben die neun der Kelche. Die Veränderungen sind genau in deinem Sinne und das bedeutet eben auch, du musst dich nicht krumm legen, um erfolgreich zu sein. Du musst dich nur auf die Situation einstellen und auch teilen. Teilen im Sinne von delegieren, mitteilen, jemanden mit ins Boot holen. Ja, das sind so die Dinge, die du auch umsetzen kannst. Mit dem König der Kelche haben wir den Ritter der Stäbe. Die Risiken, die du eingehst, sind wohl überlegt, wohl überdacht. Also auch im Sinne von, wenn ich etwas tue, dann überlege ich mir vorher, welche Konsequenzen das hat, was das dann auch bewirkt. Und dass du eben auch da ein bisschen, vorausschauend an die Dinge herangehst. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und das solltest du unbedingt auch beibehalten, auch nicht nur im Juli. Wir haben ja ab 5. August auch den Merkur wieder rückläufig. Das heißt, zumindest sollten die Dinge, die wir umsetzen wollen, begonnen sein. Die müssen nicht fertiggestellt sein. Oder die müssen jetzt nicht forciert werden, dass du da Druck ausübst oder so. Bei Merkur rückläufig ist es so, was angefangen ist, läuft weiter, aber ein bisschen langsamer. Und deswegen sage ich das im Vorfeld, dass man dann auch damit rechnet, dass es ruhiger wird
und dass man nicht so viel schaffen kann, aber muss man auch nicht, wenn die Dinge von selbst laufen oder wenn eben auch andere mitwirken und wenn die Dinge sozusagen im Flow sind. Wir haben für dich die Karte, die Schildkröte. Langsam kommt man auch ans Ziel. Und was dabei so schön ist, mit dem langsam kommt man auch ans Ziel, ist, dass man eben die Ruhe hat, entspannt ist, nicht gestresst ist, ja, und sich nicht stressen lässt, auch von anderen nicht. Das ist wunderbar. Und das ist etwas, was du eben auch genießen sollst, wo du dich auch selber darum kümmern solltest, dass du Wohlbefinden hast. Wir haben ja ab 6. den Neumond in Krebs. Wohlbefinden ist wichtig, Regeneration ist wichtig, Auftanken und natürlich die Beziehungen, ne? Und die Kontaktpflege. Ich lese dir aber jetzt mal die Karte der Schildkröte vor. Wenn du tust, was du zu tun hast, einen Fuß vor den anderen setzt und darauf vertraust, dass du deine Vorsätze im perfekten Zeitmaß verwirklicht siehst, dann werden Wohlergehen und Liebe in deinem Leben einen immer größeren Raum einnehmen. Das ist es, was dir der Geist der Schildkröte jetzt sagen will. Es ist jetzt nicht die Zeit, um herumzujagen und zu versuchen, die Dinge zu forcieren. Bewege dich langsam, vielleicht sogar so langsam, dass es sich fast so anfühlt, als kämest du nicht vom Fleck. Vielleicht musst du auch erst einmal kriechen, bevor du laufen kannst, und dir Zeit nehmen, um dich dem Tempo des Schildkrötengeistes anzupassen. Sieh dich um auf dem Weg, auf dem du bist, und tue, was in diesem kurzen Augenblick, der so bald vergangen sein wird, für dich zu tun ist. Pardon. Der Geist der Schildkröte erinnert dich daran, dass es manchmal am besten ist, langsam zu machen. Wenn du also das Gefühl hast, nicht genug zu tun, dann wisse, dass es wichtiger sein kann, einfach des Geschehens um dich herum gewahr zu sein, um zu erkennen, dass du auf dem Absatz kehrt machen oder weiter einen Fuß vor den anderen setzen solltest. Wahre Liebe und wahrer Erfolg brauchen Geduld, sagt der Schildkrötengeist. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt und der nächste Schritt wird sich dir offenbaren. Also, im Gehen, also im Umsetzen, merkst du, ob die Dinge Aussicht auf Erfolg, auf Langfristigkeit und auch darauf haben, ob du dich weiter damit beschäftigen möchtest. Im Zweifelsfall kannst du sogar sagen, ich sag das ab oder ich mache das nicht mehr. Und das geht eben nur, wenn man eben sehr genau hinschaut. Also wenn man im Hier und Jetzt verweilt und wenn man sich auch die Schritte, die man geht, genauer anschaut. Also sehr explizit eben auch genau weiß, was um einen herum passiert. Und wie gesagt, das geht nur, wenn man ruhig, entspannt und sehr aufmerksam und achtsam mit dem, was man tut, umgeht. Und dazu braucht man einfach Ruhe. Ich meine, vielleicht ist es auch ein Urlaubsmonat für dich. Man kann über vieles nachdenken, man kann sich über Dinge bewusst werden. Auch das ist möglich, ja. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, schnell zu machen, sondern die Dinge, ich sag mal, so gut wie irgend möglich auf den Weg zu bringen. Die Entwicklung kann man vielleicht nicht im Vorfeld voraussehen, aber dann auch Entscheidungen treffen zu können. Und das geht eben nur, wenn man das Wissen hat und die Aufmerksamkeit diesen Sachen widmet. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man nicht zu viele Baustellen offen hat. Hinzu kommt ja noch auch, dass man das Privatleben nicht vernachlässigen soll, sondern eben auch da natürlich präsent und aufmerksam sein sollte. Aber darum kümmern wir uns gleich noch. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen sehr erfolgreichen Monat Juli und wir schauen uns gleich die Beziehungslegung an. So, mein lieber Löwe, was haben wir in Sachen Beziehungen im Monat Juli für dich? Nun, wir haben zuerst natürlich noch beim Übergang von Juni in Juli Krebsenergie, Venus in Krebs und Mars in Stier, schöne Verbindung, Verständnis füreinander, Einfühlsamkeit, die du natürlich auch nutzen kannst als Löwe. Am 2. wechselt direkt der Merkur in den Löwen. Ja gut, als Löwe bist du sehr stolz, ja, und natürlich sollte man auch nicht zu selbstgerecht rüberkommen, gerade nicht in Beziehungen, ne? Die Venus wechselt am 11. in dein Zeichen. Großartige Energie lässt dich natürlich erstrahlen. Am 20. wechselt der Mars in die Zwillinge, da kannst du ein bisschen drunter und drüber gehen. Und die Sonne wechselt am 22. in dein Zeichen und das ist natürlich großartig, ne? Wir haben sehr schöne Energien zu Beginn.
Neptun und Merkur. Neptun ist ja rückläufig ab 2. Und da geht es auch darum, ja, wie man eben seine Gefühle auch umgesetzt hat. Also im Sinne von, was habe ich mir gewünscht und was davon habe ich umgesetzt. Mit Saturn, der ja schon seit Ende Juni rückläufig ist, geht es ja auch darum, wie habe ich mich selber dafür eingesetzt. Ja? Also was kann ich verbessern, auch in Bezug auf die Umsetzung meiner Gefühle und Bedürfnisse. Das Wichtigste dabei ist immer, dass man sich selbst gut kennt. Wir haben auch zu Beginn des Monats Stabilität und Sicherheit. Wir haben am 6. den Neumond im Krebs. Und da geht es auch darum, kümmere ich mich genug um mich, körperlich und seelisch. Ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. So rum. Da kann vieles eine Rolle spielen. Und natürlich auch die Selbsterkenntnis. Was fehlt mir? Was brauche ich? Was will ich nicht? Oder wie bin ich unterwegs? Authentizität ist da auch besonders wichtig. Und Merkur, natürlich im Löwen, steht dir zur Seite. Du kannst viele Dinge besprechen, auch mit Jupiter natürlich in den Zwillingen, planen, vorausschauend eben agieren. Am 3. kann es sein, wir haben ja auch die Energie von Pluto und Merkur im Sextil und auch von Venus und, von Venus und Saturn und natürlich von Merkur und Pluto. Also vielleicht versucht dich jemand so ein bisschen zu beeinflussen. Ja, es kann auch umgekehrt sein, dass du versuchst, jemanden zu beeinflussen. Vorsichtig mit solchen Sachen. Ja, man muss schon authentisch und ehrlich sein, gerade im Gefühlsbereich. Ne? Am 12. kann es ein bisschen Schwierigkeiten geben. Da wechselt ja gerade die Venus in den Löwen. Aber Pluto steht auch da und kann dafür sorgen, dass es kracht. Also wir haben eine Konjunktion zwischen der Venus und dem Pluto. Machtkämpfe können entstehen. Sei da bitte sehr, sehr behutsam und vorsichtig und nicht direkt gereizt. Ja? Wir haben nämlich am 15. auch eine Energie zwischen Mars und Uranus, wo man ganz schnell die Brocken hinschmeißen könnte. Und man könnte es später schwer bereuen. Also, oder auch umgekehrt. Ne? Also man sollte sich darauf einstellen, dass man da sehr behutsam und sehr tolerant vorgeht. Ja? Am 12., damit am 15. nicht einschneidend irgendwas passiert. Wieder bessere und schönere Energien haben wir am 21. Ja? Man sollte Machtkämpfe den ganzen Monat Juli vermeiden, auch im Privaten. Also wenn du das irgendwie hinbekommst, lieber Löwe, dann solltest du dich auf solche Machtkämpfe im Privaten vor allen Dingen überhaupt nicht einlassen. Ja? Am 21. tolle Liebesenergien. Wir haben auch zum Monatsende schöne Energien, Sonne und Mars, Sonne und Pluto. Also Merkur wechselt natürlich am 26. in die Jungfrau. Da kann es dann schon zu Kritik kommen. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass du im Vorfeld oder auch mit dem Neumond im Krebs am 6. so ein bisschen weißt, wo du stehst und was du wirklich willst. Dann kann dich auch so schnell nichts aus den Pantinen kippen lassen und du lässt dich auch nicht von irgendwas beeindrucken, ja, wenn du weißt, wo du hin willst. Ich wünsche dir das von Herzen und wir schauen uns das selbstverständlich jetzt auch in den Garten an. So, mein lieber Löwe, wir sind bei der Beziehungslegung. Das gilt natürlich für Paare genauso wie für Singles. Wir schauen uns einfach an, was wir im Monat Juli im Beziehungsbereich für den Löwen haben. Und ich hoffe, dass du damit viel anfangen kannst und da auch ja wichtige Impulse findest, die dir da weiterhelfen. Ja, Merkur steht hier zur Seite den ganzen Monat. Das bedeutet auch, in der Kommunikation läuft es sehr gut. Wichtig ist, dass du eben nicht nur auf deine eigenen Bedürfnisse und das, was du umsetzen möchtest, achtest, sondern eben auch auf das, was dein Partner, deine Partnerin möchte oder deine Familie, je nachdem. Und dass man sich miteinander abstimmen sollte, also Kommunikation. Wie gesagt, das ist auch die Stärke in diesem Monat. Wir haben den Manipulationsversuch am 3. Das kann auch privat natürlich passieren. Ne?
Da sollte man dann einfach ein bisschen drauf achten. Weder sollte man selber zu manipulativ rüberkommen, noch sollte man das zulassen. Wir haben am 12. die Gefahr von persönlichem Streit. Am 12., das ist ein Freitag, haben wir Mars Konjunktion Pluto. Da kann es darum gehen, wer hat die Hosen an, wer hat das Sagen. Man sollte sich überlegen, ob sich das tatsächlich lohnt, ja, gerade in Beziehungen. Oder ob man da vielleicht nicht einen Konsens findet oder sich einfach mal, verkrümelt, wenn es keine Aussicht auf Kompromisse gibt. Zumindest mal ein bisschen pausieren an diesem Tag. Denn man könnte dann längerfristig am 15. harte Maßnahmen ergreifen und vielleicht auch sozusagen mit Mars und Uranus da Veränderungen einläuten, die man nicht wieder rückgängig machen kann. Ja? Und deswegen, wie gesagt, das sollte man sich gut überlegen. Deswegen ist auch hier Achtsamkeit und Aufmerksamkeit sehr wichtig. Ja? Wir haben schöne, sehr schöne Energien für Liebe, Partnerschaft an dem 21. Juli. Und da ist auch Vollmond in Steinbock und da wird man sich auch bewusst, was man wirklich will. Und da sollte man dann auch natürlich Farbe bekennen und sich dessen auch bewusst sein. Ich glaube, dass du natürlich sehr ehrgeizig bist, sehr beschäftigt bist, aber Privates sollte auch immer eine wichtige Rolle spielen. Hier ist die Energie im Monat Juli in Beziehungen für den Löwen. Was haben wir da? Wie ist die Energie? Wir haben das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen ist sozusagen der Anfang von etwas. Ja, es ist der Same, den man sät, den man natürlich hegen und pflegen muss. Bedeutet, Partnerschaft ist immer auch ein bisschen Arbeit. Ne? Man muss sich da mit bemühen, mit kümmern. Ich hatte auch schon in anderen Legungen bereits gesagt, dass man eine Beziehung nicht für jemand anderen mitführen kann. Also wenn einer nicht genug Energie und Einsatz zeigt in einer Beziehung, kannst du diesen Part nicht übernehmen. Dann funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht, auch wenn man noch so sehr möchte, dass es funktioniert. Wenn nicht beide involviert sind, kannst du das eigentlich vergessen. Thema ist die 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Also ich denke mal, davon ist hier nicht die Rede. Aber wir haben auch die Erkenntnis, das Ass der Schwerter. Das finde ich sehr wichtig, dass du dir nämlich bewusst wirst, was du wirklich willst, wie du mit deinem Gegenüber kommunizierst, was wichtig ist, besprochen werden muss. Wir haben auf der anderen Seite die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit im Beziehungsbereich, natürlich auch in Finanzen, aber man fühlt sich wahrscheinlich auch zueinander hingezogen in Bezug darauf, was man möchte, was man anstrebt und wo man auch natürlich sich gegenseitig unterstützen kann. Sehr schön. Wir haben den Ratschlag, wie man oder wie er miteinander umgeht, die 7 der Stäbe. Jeder steht so für seine Belange ein. Nicht jetzt im Sinne von, ich will mich jetzt um jeden Preis durchsetzen, darauf sollte man sich nicht einlassen, haben wir ja eben gehört, sondern ich sage dir, was ich mir vorstelle und du sagst mir, was du dir vorstellst und dann schauen wir, wie wir das realisieren können, welchen Kompromiss wir gegebenenfalls finden können. Unbewusst haben wir die 2 der Schwerter. Okay, die 2 der Schwerter ist die Zurückhaltung, ja. Das bedeutet auch irgendwo, dass man sich entweder nicht traut, was zu sagen, oder dass man gewisse Punkte erstmal zurückhält. Ja, die Gründe können vielschichtig sein, aber ich fände es gut, wenn man natürlich auch irgendwie die Dinge, die man erstmal zurückhält, dann auch irgendwann miteinander bespricht. Auch wenn du Single bist und jemanden kennenlernst, dann ist das mit den 2 der Schwertern klar, weil man sich noch nicht so gut kennt und noch nicht so viel Vertrauen aufgebaut hat. Das ist verständlich. Vielleicht geht es auch um Dinge, wo man selber noch nicht weiß, wo man damit hin will. Das kann auch sein. Der Ratschlag ist ausgewogenes Geben und Nehmen. Das ist das, was ich eben sagte, dass man eben nicht alleine für den anderen, für den jeweils anderen den Part übernehmen kann, den er oder sie nicht übernehmen möchte. Es muss ausgewogen sein. Beide müssen investieren in die Beziehung und beide müssen auch Rede und Antwort stehen und natürlich auch wollen. Das ist der Hauptgrund, warum viele nicht investieren. Ne? Ausgang ist die 3 der Schwerter, die Kränkung, die Verletzung. Kann durchaus sein, dass man natürlich auch mal einen Krach hat oder sich auseinandersetzt im Sinne von, ich bin beleidigt, ich will das aber so und anders geht es nicht.
Und das ist natürlich ein Punkt, wo man auch sagen sollte, wir müssen darüber vernünftig reden, nicht aufgebracht, nicht zornig oder so, sondern sachlich, wenn es irgendwie geht. Und wenn es erstmal nicht geht, wie ich sagte, dann jeder so ein bisschen in seine Ecke sich erstmal beruhigen, je nachdem, worum es geht. Und dann kann man aufeinander zugehen, wie bei Verhandlungen, ja. Einfach versuchen, ja, weil sonst kommt man ja nicht zu einem Konsens. Und wir haben ja mit dem Ass der Münzen eine schöne Energie, die eben auch was Langfristiges beinhaltet. Aber dazu muss man eben auch fähig sein, miteinander sozusagen in den Ring zu steigen und zu verhandeln, ja, über die Belange, die es da gibt. Neun der Kelche, König der Münzen, Stabilität und Sicherheit, das sehen wir hier, ja. Es bedeutet auch dankbar und demütig zu sein, was man hat. Also wenn man zufrieden ist mit einer Beziehung, wenn man sich glücklich schätzt, dann sollte man das von Zeit zu Zeit natürlich auch mal mitteilen, zeigen, ja, wie glücklich man ist oder wie sehr man den anderen schätzt. Man darf auch natürlich das, was man hat, gerne wertschätzen und sich auch darüber freuen und auch sich bewusst machen, was man hat. Mit der Erkenntnis haben wir die drei der Kelche, Geselligkeit, Gesellschaft. Das heißt, es geht auch um eine gewisse gesellschaftliche Stellung, die du wahrscheinlich als Löwe anstrebst, dein Gegenüber wahrscheinlich auch. Aber das ist nicht alles. Das Wichtigste, denke ich, ist, dass man in einer Beziehung am gleichen Strang zieht und dass man sich da auch vergewissert, dass das weiterhin so ist. Wir haben hier die Stärke, die Disziplin. Dein Gegenüber ist jemand, auch sehr pragmatisch, denke ich mal, aber auch sehr temperamentvoll mit der Stärke, wo man eben auch mitwirkt. Ich sagte ja, man kann sich ja gegenseitig unterstützen, aber darunter darf natürlich die Beziehung nicht leiden, ne? Das ist wichtig. Jeder hat seinen Standpunkt. Wir haben das Ass der Schwerter. Man teilt sich mit, wo man steht, was man sich vorstellt und wo man hin möchte damit. Das ist das Ass der Schwerter, was du auch hast. Und das muss klar sein, damit man weiß, wofür man kämpft. Oder wofür man arbeitet, je nachdem. Unbewusst haben wir die Mäßigkeit. Gefühl und Intellekt sind im Einklang. Also ich denke, ihr seid euch weitestgehend einig. Vielleicht gibt es da noch ein paar Punkte, die bisher noch nicht besprochen wurden und die dann möglicherweise zu einem Streit führen können. Wir haben das Gericht. Die Beurteilung der Situation ist wichtig. Ist es tatsächlich ausgewogen? Fühlen sich beide gleichwertig in der Beziehung? Oder nimmt sich einer mehr heraus als der andere? Oder muss einer mehr zurückstecken als der andere? Das sind so Fragen. Drei der Schwerter, und wir haben die Herrscherin. Es gilt, diese Punkte, gerade auch jetzt, wo das mit der Kommunikation so gut klappt, wirklich auch mal anzusprechen. Ich glaube, das ist das Thema hier mit den zwei der Schwertern unter der Mäßigkeit, wo man sich nicht so rantraut, ja. Also ist es wichtig, dass man diese Punkte vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt, aber auf jeden Fall in naher Zukunft einmal anspricht. Ja, wo sich der eine oder andere vielleicht ein bisschen vernachlässigt oder nicht gehört fühlt, ja. Denn das könnte dazu führen, dass man dann tatsächlich in Streit gerät, aber diese Punkte, um die es eigentlich geht, nicht besprochen hat, ne, wenn man davor zurückschreckt. Also es geht darum, ich sag mal, der eine ist jetzt sehr karriereorientiert, der andere möchte ein ruhiges Leben führen, möchte genießen und steckt zurück für den anderen, weil der eben momentan mit Karriere beschäftigt ist zum Beispiel. Aber das muss dann auch einen Ausgleich geben. Andersrum muss dann für den anderen, der bisher zurückgesteckt hat, auch etwas drin sein, womit er dann zufrieden ist. Also sei es ein toller Urlaub oder irgendwas, was man gemeinsam vielleicht macht oder so. Wir haben die sechs der Münzen nicht ohne Grund hier. Man muss die Situation sehr sachlich beurteilen, auch wenn es um Gefühle geht. Wo ist die Ausgewogenheit hier? Wir haben hier die Karte Sprung ins Ungewisse. Das heißt, es ist noch unklar, wie die Dinge dann sich weiterentwickeln werden. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich das weiter jetzt auch entwickelt, beziehungsweise wie man damit umgeht und wie die Reaktionen sind vom jeweils anderen. Und da sollte man dann natürlich in Ruhe, wie gesagt, in Ruhe, nicht aufgebracht, drüber sprechen. Ich lese mal die Bedeutung der Karte vor. Mut, über den eigenen Schatten springen, die Angst überwinden und Risiken eingehen. Also das Risiko der Ansprache von schwierigen Themen zum Beispiel. Die Beziehungsbotschaft. Es macht uns Angst,
mit einem anderen Menschen innig vertraut zu werden, ihn alles von uns sehen zu lassen, vor allem jene Anteile, die wir bis dahin versteckt und bedeckt gehalten haben. Jetzt ist der Zeitpunkt, dieses Wagnis einzugehen und dich wahrhaftig zu zeigen. Es ist wichtig, für dich selbst einzustehen, zu sagen, wer du bist, deine Bedürfnisse und Hoffnungen zu benennen. Auf Nummer sicher zu gehen, bringt dich jetzt nicht weiter, sondern nur ein mutiger Sprung ins Unbekannte. Du wirst froh sein, ihn gewagt zu haben. Dasselbe gilt, wenn du dir eine Partnerschaft wünschst. Komme den Göttern einen Schritt entgegen und sie werden dir geben, was du dir zutiefst ersehnst. Also, es geht auch weiterhin darum, sich entgegenzukommen. Der Sprung ins Ungewisse bedeutet auch, ja, sich dem Wagnis auszusetzen, eine Abfuhr zu bekommen. Ja, zu hören, dass der oder die andere eben sagt, das will ich aber so nicht. Ja, und dann muss man da auch irgendwo dran arbeiten, sich zusammenzuraufen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich sagte ja im Vorfeld, du kannst nicht für jemanden etwas mittragen, wenn der oder die nicht bereit ist, sich einzubringen in die Beziehung. Wir haben aber das Ass der Münzen. Das ist ja ein Sprung ins Ungewisse, um das langfristig haltbar zu machen, um das langfristig zum Erfolg zu führen, es stabil und sicher zu machen. Und das geht nur mit Authentizität, Wahrheit und dass man sich und dem anderen, der anderen nichts vormacht. Sicher hat jeder auch Geheimnisse und so, das ist auch okay, aber es geht ja um das Miteinander. Was wollen wir zusammen erreichen? Wie stehen wir zueinander? Und da haben wir die 6 der Münzen, da haben wir das Gericht. Wir müssen die Situation beurteilen, wie sie wirklich ist, nicht wie wir sie gerne hätten oder was wir vom anderen fordern. Fordern kann man da nichts, man kann nur Kompromisse aufeinander zugehen. Sich auf Augenhöhe begegnen, das ist das, was wir brauchen. Damit man eben auch genau weiß, wir ziehen am gleichen Strang, wir wollen das Gleiche erreichen, wir helfen uns gegenseitig, jetzt vielleicht mal der eine mit der Karriere, dann der andere mit der Karriere, wie auch immer das geartet ist. Es muss eine Ausgewogenheit geben, einen Ausgleich zwischen den Partnern. Das ist so das Ziel im Juli. Und ich denke, du bist da auf einem guten Weg, auch mit dem Ass der Schwerter. Wir haben das Ass der Schwerter hier nochmal, also Wahrheit, Gespräche, ein glatter Schnitt, Veränderungen hatten wir ja im Allgemeinen. Also, dass du eben auch Veränderungen vornimmst oder die sich auch ergeben, die auch zu deinem Vorteil sein können, um sich auch ein bisschen mehr auch um Beziehung zu kümmern. Und das solltest du dann auch mit deinem Gegenüber besprechen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen zauberhaften, schönen und erfolgreichen Juli und bin gespannt, was du berichtest. Schreib mir gerne was in die Kommentare. Das ist auch dann, damit das Video gefunden wird, schreib etwas gerne in die Kommentare. Aber ich interessiere mich natürlich auch für deine Meinung und wie du das umgesetzt hast. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da. Dann weiß ich, du konntest was mitnehmen. Und wenn du Fragen, Rückmeldungen oder auch Feedback in irgendeiner Form hast oder eine persönliche Legung möchtest, unten in der Infobox findest du die E-Mail-Adresse. Also hab einen schönen Monat Juli und ich sag bis bald.